Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum wahrscheinlich anspruchsvollsten Review, wie ihr eine Digitalkamera, in dem Fall die Fujifilm X100F, mit eurem Smartphone verbinden könnt. Ja, ich habe mich, um ehrlich zu sein, ziemlich schwer getan, das rauszufinden und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, euch es etwas leichter zu machen und euch zu zeigen, wie ihr die Kamera fernsteuern könnt, die Bilder auf euer Smartphone übertragen könnt und natürlich auch die Bilder löschen könnt und so weiter und so fort. Ich benutze in dem Fall ein iPhone 8 Plus mit 256 GB. Es ist aber euch überlassen, ob ihr zum Beispiel auch ein Android-Handy nehmt. Hauptsache, ihr downloadet die kostenlose Fujifilm Cam Remote App. Die gibt es für Google als auch für iOS. Das ist das iPhone 8 Plus. Ich bin im App Store und ihr schaut am besten nach diesem Symbol. Das ist die Fujifilm Camera Remote. Also die braucht ihr, diese App. Die ist kostenlos und ist schnell runtergeladen. Ich zeige euch jetzt, an welchem Punkt ich mich besonders schwer getan habe. Der normale Weg, um eure Kamera mit eurem Smartphone zu verbinden, wäre: Ihr geht ins Menü, sucht nach dem Verbindungsassistenten. Und dann sollte das Ganze eigentlich schon gar kein Problem mehr sein. In dem Fall komme ich hier allerdings nicht mehr weiter. Hier gibt es die Option, dass ihr die Kamera mit dem Instax-Drucker verbinden könnt. Ihr habt die Möglichkeit, Geotagging zu machen. Das bedeutet, ihr könnt den GPS-Standort von eurem Smartphone nehmen, die hinter die Bilder hinterlegen. Wenn die Kamera in der Nähe von eurem Smartphone ist und zu Hause, seht ihr die Bilder dann im Lightroom quasi wie auf einer Google Maps-Karte. Dann könnt ihr noch Folgendes machen: Ihr könnt die Bilder direkt auf euren PC speichern, dann müsst ihr euch mit eurem Heimnetzwerk verbinden. Und dann geht es in den Funkeinstellungen darum, dass ihr einen Namen der Kamera geben könnt. Ihr könnt natürlich auch die ganzen Einstellungen zurücksetzen. Und ihr habt die Möglichkeit zu sagen, nein, wir möchten, dass die Bilder in der gleichen Größe, wie die Kamera sie aufgenommen hat, aufs Smartphone übertragen werden. Wenn ihr jetzt natürlich wenig Speicher auf dem Smartphone habt, macht das keinen Sinn. Oder ihr komprimiert die Bilder, ich sage jetzt mal, wir machen die volle Größe und können dann quasi die Bilder auf unser Smartphone übertragen. Aber hier steht absolut nichts von wegen, ja, bitte Kamera, verbinde dich jetzt mit meinem Smartphone. Und hier gibt es auch keinen Knopf um die Kamera rum, was normalerweise der Fall wäre, wo man drauf tippt und sagt, okay, jetzt geht's los. Aber deshalb bin ich ja da und zeige euch die Lösung. Ihr geht auf Wiedergabe. Da sehen wir jetzt ein Bild, dann tippt ihr auf Menü und dann ist hier links dieser kleine Playback-Button und unten steht drahtlose Com. Da tippt ihr drauf und dann kann es losgehen. Da steht Fujifilm App für Digitalkamera starten und Funktion wählen. Im App Store könnt ihr dann natürlich von dort aus die Fujifilm Camera Remote App öffnen und dann habt ihr folgende Optionen: Fernbedienung, Empfang starten, Geotagging oder Kamera durchsuchen. Ich zeige euch gleich, was der Nachteil von der App ist. Erstmal zum Vorteil. Das wäre jetzt quasi die Verbindung. Er möchte jetzt eine Verbindung zur Kamera herstellen. Gucken wir uns die Kamera dann an, fragt die Kamera euch, ist das in Ordnung? Und dann sagt ihr okay. Das dauert dann wenige Augenblicke und dann seid ihr quasi im Live-View der Kamera. Der Live-View auf der Kamera ist jetzt allerdings nicht aktiviert. Ist ganz clever, weil ihr spart dadurch ja quasi Strom. Okay. In der Kamera selber habt ihr dann die Option, Folgendes festzulegen. Wir sind jetzt hier zum Beispiel auf der Verschlusszeit. Die können wir beliebig verändern, wie wir Lust haben, ohne irgendwelche Rädchen da oben zu drehen. Dann habt ihr die Möglichkeit, die ISO zu verändern. Nach eurem Belieben müsst ihr halt immer bestätigen. Und ihr könnt auch die Blende verändern. Das habe ich eben auch noch irgendwo gesehen. Da müsst ihr hier auf das SS drücken und dann steht hier unten Blende. Und die könnt ihr dann auch nach Belieben verändern, ohne vorne den Ring der Kamera zu bewegen. Hier unten seht ihr eine Anzeige der Batterie. Oben seht ihr, ihr seid im Autofokus. Der Blitz könnte aktiviert sein. Ihr könnt mit der aktuellen Speicherkarte noch 583 Fotos schießen, wenn diese in RAW aufgenommen werden. Und dann habt ihr noch folgende Einstellungsmöglichkeiten. Ich könnte jetzt zum Beispiel drauf tippen, hier unten, einfach um ein Foto zu machen. Ihr könnt natürlich auch den Live-View nehmen, um den Fokus zu setzen. Und ihr habt die Möglichkeit, in den Videomodus zu gehen, was super easy ist. Start zu drücken und mit der aktuellen Speicherkarte können wir noch 228 Minuten und über 30 Sekunden aufnehmen. Und sagen jetzt mal Stopp.
Um die Bilder jetzt zu sehen, tippen wir hier unten drauf. Dann habt ihr die Möglichkeit, alle runterzuladen. Dafür müsst ihr oben All anwählen und könnt ihr euch dann runterziehen. Und unten habt ihr natürlich noch eine Indication, also eine quasi eine Anzeige, wie viel Speicherplatz ihr noch auf dem Smartphone zur Verfügung habt. Ihr könnt die Anzeige hier auch ein bisschen verändern, indem ihr entweder kleinere Symbole nimmt oder wieder größere Symbole. Wir ziehen uns jetzt mal eins auf Smartphone, zum Beispiel dieses Bild, und sagen Importieren. Das ist jetzt natürlich die volle Größe. Bild gespeichert, wunderbar. Und jetzt kommen wir zum negativen Punkt der App. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden, das zeige ich euch jetzt. Wenn ich jetzt hier oben auf Zurück klicke, dann denke ich mir, dass ich hier ins ganz normale Menü der App komme, wo hier eben stand Fernbedienung und Kamera durchsuchen und so weiter und so fort. Mache ich das jetzt, gibt er mir nur die Option Trennen. Soll ich abbrechen, dann bleibe ich in dem Bildschirm. Sage ich, ich möchte trennen, dann trennt sich die Kamera tatsächlich von eurem Smartphone und ihr müsst quasi wieder in die Kamera gehen, wieder auf Kommunikationseinstellungen gehen und dann könnt ihr euch wieder mit dem Smartphone verbinden. Das ist also nicht ganz clever gemacht. Gehen wir in die Foto-App, könnt ihr jetzt das Bild sehen, was wir eben gerade aufgenommen haben. Könnt natürlich reinzoomen und ihr seht, die Qualität ist atemberaubend. Und dieses Bild können wir natürlich mit all unseren Freunden teilen. Hier oben bin ich jetzt im 3G-Netzwerk und kann es natürlich per Nachrichten verschicken, per E-Mail, per Telegram, per WhatsApp. Ihr könnt es in die Dropbox laden, ihr könnt es dann auch noch, wenn ihr Lust habt, per Mail verschicken oder auch per Instagram oder Facebook direkt hochladen und zwar in der besten Qualität, zum Beispiel an die Freunde schicken. Und das wäre natürlich ideal, wenn ihr das per Mail oder per Nachrichten macht, ansonsten wird es ja komprimiert. Ich habe übrigens noch Folgendes rausgefunden, um mich selber zu korrigieren. Geht ihr auf das Kamera-Logo hier. Ganz nach unten gibt es auch nochmal die Wireless Communication und darüber könnt ihr dann natürlich auch euer Smartphone mit der Kamera verbinden. Also der schwere Weg, schnell und leicht erklärt. Ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald schon. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? Gerne unter dieses Video. Bis bald. Ciao, ciao.